Ich möchte heute mit euch einmal über die größte Zerstörungskraft sprechen, die wir Menschen selbst entwickelt haben. Ich spreche heute über Atombomben, aber nicht so über Atombomben, wie man jetzt zunächst einmal denken würde. Ich will nicht über die beiden Bomben sprechen, die Ende des Zweiten Weltkriegs über Japan abgeworfen wurden, sondern ich spreche über die geheime, bis heute relativ unbekannte dritte Atombombe. Die Atombombe, die nie auf Japan eingesetzt wurde, aber die trotzdem für Todesfälle sorgte. Ich spreche heute mit euch über den Demon Core oder zu Deutsch den Dämonenkern und die Geschichte, die dahinter steckt. Ihr müsst wissen, wir alle werden wahrscheinlich die Geschichten, entweder aus Dokumentation oder aus dem Geschichtsunterricht kennen, von den beiden Atombomben, die über Japan abgeworfen wurden. Die USA hatte Ende des Zweiten Weltkrieges zwei Atombomben über Nagasaki und Hiroshima abgeworfen gehabt und diese waren dort dann detoniert worden. Als diese beiden Bomben gefallen waren bzw. eben den Schaden angerichtet hatten, hatte Japan kurz danach kapituliert. Dadurch war der Zweite Weltkrieg offiziell vorbei gewesen. Was die wenigsten Leute aber wissen, ist, dass die Amerikaner noch mehr geplant hatten. Hätte Japan nach der zweiten Atombombe nicht kapituliert, wäre eine dritte wahrscheinlich eingesetzt worden. Und der Plutoniumkern dieser Bombe, quasi der Kern, der für diese unfassbar starke Explosion sorgt, war bereits hergestellt worden. Und dieser Kern ist eben der Demon Core, der Dämonenkern, der, nachdem er nicht eingesetzt werden konnte, weitergegeben wurde an ein Wissenschaftlerteam. Dieser Kern wurde dann in einem Institut gelagert, wo man eben die unterschiedlichsten Tests und Experimente an ihm durchführen wollte. Ihr müsst aber wissen, wenn ihr euch auf Bildern diesen Demon Core anguckt, sieht er nicht sonderlich gefährlich oder gruselig aus. Es sieht aus wie eine simple Metallkugel, nichts weiter, und man würde nicht erwarten, dass da irgendetwas Schreckliches dahinter steckt, doch man darf sich davon nicht täuschen lassen. Dieser Plutoniumkern war in einem kritischen Zustand. Die Amerikaner hatten mit Absicht diesen Demon Core weiterhin in einem kritischen Zustand gelassen, damit sie in Windeseile ihn überkritisch werden lassen können und dann zu einer Detonation führen. Man wollte also diesen Demon Core, sollte es irgendwie nötig sein, sofort wieder in einer Bombe benutzen können. Er sollte also schnellstmöglich dann wieder in irgendeiner Atombombe verbaut werden, damit man sie im Kriegsfall benutzen kann. Dafür ließ man diesen Kern in einem kritischen Zustand und als man ihn dann an das Wissenschaftlerteam gab, war die erste Idee, die Wissenschaftler hatten, dass man doch diesen Zustand mal simulieren kann, dass man dafür sorgen kann, dass eben dieser Demon Core überkritisch wird, ohne dass man ihn zur Detonation bringt. Und genau das haben die Wissenschaftler dann gemacht, beziehungsweise ein Wissenschaftler hatte sich dafür entschieden. Harry K. Daglian hat sich entschieden, dass er eben ein Experiment ausführen möchte. Dafür nahm er diesen Demon Core und stapelte um den Demon Core herum Wolframkarbid. Er stapelte Blöcke von diesem Stoff namens Wolframkarbid um diesen Demon Core zu einem quasi Gefängnis für ihn. Es war also ein Demon Core in der Mitte, der umgeben war von Wolframkarbid-Wänden. Der Grund dafür war, dass das Ganze wie ein Spiegel funktionierte. Von dem Plutoniumkern gingen eben Neutronen aus, die wegflogen. Diese Neutronen flogen dann gegen das Wolframkarbid und dieses Wolframkarbid schickte sie dann zurück zu dem Kern. Dadurch, dass immer wieder diese ganzen Neutronen zurückkehrten zum Kern, den Kern trafen, wurde dieser Zustand, der bis dato kritisch gewesen ist, immer und immer kritischer. Und binnen kürzester Zeit wurde er schon fast überkritisch. Dies war der Sinn des Experimentes gewesen und bis zu diesem Zeitpunkt ist auch noch alles gut gewesen. Doch dann passierte Daglian ein Fehler. Im August 1945, also wenige Monate nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, ließ Daglian aus Versehen einen Wolfram-Carbid-Block auf den Demon Core fallen. Dieser Wolfram-Carbid-Block flog ihm aus der Hand, weil er unvorsichtig war und landete direkt auf dem Kern. Das, was dadurch passierte, war, dass die Neutronen so schnell zurückgeschickt wurden, dass binnen kürzester Zeit dieser Block bzw. dieser Demon Core überkritisch wurde und so viel Strahlung absonderte, dass es tödlich war. Sofort hatte Daglian reagiert und seinen ganzen Aufbau abgebaut. Sofort hat er alle Blöcke entfernt gehabt, doch da war es schon zu spät gewesen. Der Demon Core selbst normalisierte sich zwar wieder und wurde wieder in seinen normalen kritischen Zustand zurückversetzt, aber Daglian hatte zu dem Zeitpunkt bereits so viel Strahlung abgekriegt, dass an seiner Hand, mit der er die Blöcke weggemacht hatte, die Haut abgebrannt war. Man sieht jetzt noch auf Fotos, wie die Haut sich von seiner Hand schält.
Sofort wurde Deglian dann in eine ärztliche Beobachtung geschickt und man kümmerte sich darum, ihn irgendwie zu helfen, doch dies leider ohne Erfolg. 25 Tage nach diesem Experiment starb Deglian, während er in einem Koma lag. Die Strahlen, die er aufgenommen hatte bei diesem Experiment, waren so stark gewesen, dass er das erste Todesopfer von dieser dritten Atombombe gewesen ist. Doch er sollte nicht das einzige Todesopfer bleiben. Denn nachdem dieses Experiment bereits schlimm gewesen ist, nachdem jetzt bereits dieser Core bzw. dieser Kern den Titel Demon Core bekommen hatte, entschied sich ein anderer Wissenschaftler, ein Mann namens Slotin, dass er noch etwas austesten will. Er wollte erneut versuchen zu simulieren, wie man diesen Demon Core aus dem kritischen in einen überkritischen Zustand bringt. Und dafür hatte er ein ganz eigenes Experiment. Er hatte eben zwei Schalen, die er um diesen Demon Core herum platzieren wollte. Wenn man diese Schalen schließen würde, würden die Neutronen so schnell vom Demon Core abprallen und zurückkommen, dass er sofort überkritisch werden würde und theoretisch auch explodieren könnte. Dieses Experiment hatte er wie folgt geplant. Man nahm den Demon Core und tat ihn in eine solche Schale rein. Dies war noch kein Problem, weil alle Neutronen oben heraus entkommen konnten bzw. entweichen konnten. Dann nahm er zwei kleine Holzplatten und legte diese auf eben die untere Platte und darauf setzte er die zweite Hälfte seiner Schale. Wenn dies das Experiment gewesen wäre, hätte man tatsächlich damit eben diesen überkritischen Zustand simulieren können, ohne dass es wahrscheinlich zu einem Problem gekommen wäre. Das Problem bei der Situation war gewesen, auch wenn dies ein guter Testablauf gewesen wäre, beziehungsweise auch schon ein gefährlicher, aber noch sichererer Testablauf, entschied sich Slotin dazu, dass er ein wenig unachtsam sein will. Denn diese beiden Holzstücke, die eben genau diese Platten voneinander trennen sollten, benutzte er bei diesem Experiment nicht. 7 seiner Wissenschaftlerkollegen wollte er zeigen, was er vorhatte, und statt diesen Holzplatten, die als einzige Sicherheit dienten, nahm er einen Schraubenzieher. Ein flacher Schraubenzieher war alles, was eben diese beiden Platten voneinander trennte. Und dann ging sein Experiment los. Er nahm den Schraubenzieher, schob ihn zwischen die Platten und setzte die zweite Platte oben drauf. Das bedeutet, eine Hand von ihm hielt den Schraubenzieher, während die andere Hand diese Platte hielt. Und dann, während des Experimentes, bereits kurz danach, passierte es. Während er dort stand, verrutschte sein Schraubenzieher. Der Schraubenzieher rutschte aus dem Experiment heraus bzw. aus diesem Aufbau raus und die zweite Platte wurde abgesenkt. Direkt auf den Demon Core und dadurch kam es zum überkritischen Zustand. Binnen kürzester Zeit tauchte auf einmal ein greller, hellblauer Lichtblitz auf, weil dieser Demon Core in der Mitte so kritisch geworden war. Eine unfassbare Temperatur bzw. Hitze wurde auf einmal erzeugt, so dass eben Slotin einfach aus Reflex seinen Arm hochreißen musste und dabei eben diese zweite Schale, diese zweite Hälfte von dem Demon Core runterriss. Es war sein Glück, dass er eben diese zweite Hälfte runtergerissen hatte und der Demon Core sich damit wieder normalisieren konnte, weil es sonst wahrscheinlich zu schlimmeren Folgen gekommen wäre. Das Problem war aber, dass in diesem kurzen Moment, diese wenigen Sekunden, die dieser Demon Core überkritisch war, Slotin bereits so viel Strahlung abbekommen hatte, dass auch er nur 9 Tage später im Koma verstarb. Das Glück seiner Kollegen, die bei ihm gewesen sind, war gewesen, dass er sich bei diesem Test sehr weit über den Demon Core gebeugt hatte, sodass sein Körper die meiste Strahlung abgefangen hatte. Das heißt jedoch nicht, dass er das einzige Opfer gewesen ist, denn auch weitere Kollegen sind bei diesem Experiment gestorben, wenn auch Jahre später an Krebs. Der Demon Core bzw. die geheime dritte Atombombe wurde verwendet, um Experimente durchzuführen, wobei die unterschiedlichsten Wissenschaftler wegen Unachtsamkeit starben. Als dies passiert war, entschied man sich, dass dieser Demon Core zu gefährlich gewesen ist und lieber für ein anderes Experiment verwendet wurde. Ein Jahr später, im Jahr 1946, wurde der Demon Core dann in eine Atombombe gebaut und im Bikini Atoll detoniert. Ein Atombombentest bzw. die 4. atomare Explosion, die es jemals gegeben hat. Und das ist das Ende der Geschichte vom Demon Core. Ein kleiner Hinweis darauf, dass selbst wenn man Wissenschaftler ist, selbst wenn man Ahnung von den Dingen hat, man sich nicht immer davor schützen kann. Und einmal ein Ausblick darauf, wie gefährlich und grausam diese Erfindung der Atombombe wirklich war. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.